Boah, das ist ja mal eine Melone. Und ich hatte schon gedacht, wir kriegen das gleiche Theater wie immer hier. Mit vielen braunen Kernen. Also die Melonen, die haben ja gewisse Ähnlichkeit mit so unserer größten Oppositionspartei, ne? Von außen grün, in rot, die ist hier noch ein bisschen rosa. Mit normalerweise ekligen braunen Kernen. Warum sage ich das? Weil mir schon in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass diese Partei sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass sie immer mehr Verbote fordert und immer mehr Radikalität fordert. Und dies und das und jenes fordert. Und das löst ein gewisses Unbehagen aus. Ne? Und jetzt plötzlich hier in der Corona-Krise, wo ich eigentlich eine radikale Opposition fordere, hört man von denen so gut wie gar nichts. Warum nicht? Weil ich kann da nur mutmaßen, ne? Also, weil die haben ja schon so Debatten geführt übers Impfen und jeder Mensch, der so eine gewisse Selbstverantwortung fühlt, der weiß, wann eine Impfung sinnvoll ist und wann nicht und wann er sie durchführen möchte und wann nicht. Und dieses Thema lassen die gar nicht mehr aufkommen, weil da gibt es in der Partei so viel Streit, da kriegen die keinen Konsens, ne? Und deswegen müssen Sie sich jetzt auch nicht wundern, wenn die Grünen jetzt nichts sagen. Und die Partei muss sich jetzt auch nicht darüber wundern, wenn sie da auch keine Punkte sammeln kann, weil wer keine Position vertritt, die irgendjemanden interessiert, der wird auch nicht gewählt, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich die Grünen wählen sollte. Meine Interessen vertreten sie jedenfalls nicht. Ja. Also, die Melone ist schon mal ein bisschen besser, ne? Aber die ist so in dem Zustand, in dem die Grüne Partei so vor ein paar Jahren war, ne? So mit so Kernen, die noch nicht braun waren. Aber jetzt, wo das Social Scoring aufkam, in China zum Beispiel, da waren die auch gleich ganz hellauf begeistert, ne? Jedenfalls so einzelne Verbände. Und zwar, woran mache ich das fest? Das mache ich fest an diesen grünen Türschildern zum Beispiel, die sie plötzlich haben wollten. Wenn sie ihren fetten Bogen ausfüllen, dass sie Solarzellen auf dem Dach haben und dass sie ein Elektroauto fahren und dass sie nur Öko essen und dann sind sie ein guter Mensch und das sollten sie dann ja auch kundtun dürfen und dann kriegen sie halt ein grünes Türschild, damit ihre Nachbarn schon von Weitem wissen, dass sie ein guter Mensch sind. Und ja, mit den bösen Menschen kann man dann ja auch leichter aufräumen, ne? So, weg, böser Mensch, du. Du machst ja alles irgendwie nicht so, wie ich das haben will. Ich weiß nicht, ob das hier Öko ist, wahrscheinlich nicht, ne? Also, weil Melone reist um die halbe Welt oder so. Aber vielleicht gibt es auch demnächst noch mehr aus Brandenburg. Aber die haben ja zurzeit nicht so viel Wasser. Gut. Alles Quatsch. Meine Bitte, liebe Grüne, überlegt euch, was eine Oppositionspartei zu tun hat in einer Krise wie dieser, in der wir uns gerade befinden. Ja? Corona-Krise. Der Anfang eines Koronismus. Macht mal ein paar Vorschläge, wie wir das Grundgesetz retten, vielleicht ein bisschen ergänzen, um Wissenschaftsbetrug, weil den haben wir im Moment auch am Laufen. Ne? Also RKI haftet nicht für seine Aussagen und Bundesregierung baut darauf auf und macht irgendwelche wilden Vorschläge. Thema Maskentragen ist auch überhaupt nicht gegessen, also da streiten sich die Experten und darauf basierend soll man jetzt politische Maßnahmen durchziehen, machen, verabschieden. Also das, was da gerade passiert, ist alles ziemlich hilflos. Hilflos, hilflos, hilflos.
ich helfe da gern, habe ich schon mehrfach gesagt, auch mit meinen Ideen und so, aber außen grün, innen rot mit kleinen braunen Kernen, das solltet ihr nicht werden, liebe Grüne. Ne? Also das, was unser Grundgesetz bislang ausgezeichnet hat, ich finde, das sollte bleiben. Das ist tatsächlich ein Vermächtnis unserer Eltern, unserer Großeltern, die wissen, warum sie das da alles reingeschrieben haben. Ne? Auch den Paragraphen 20 zum Beispiel. Und der erste ist ja auch unveränderlich. Die Würde des Menschen. Ja, jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Vorschriften macht, dann geratet ihr damit automatisch in Konflikt. Jede Vorschrift hat auch irgendwo ein Ende. Ne? Und denkt mal drüber nach. Ihr wollt gewählt werden. Macht gute Vorschläge.